Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge StarCraft. Und ja, in dieser Folge wollen wir den Royal Vodka finden. Um die Quest überhaupt zu besser ist es, müsst ihr mit Sailor reden. Der quasselt da ein bisschen und dann kriegt er auch schon den Auftrag, diesen scheiß Vodka zu finden. Genau, und wir gehen jetzt mal dorthin, zum Akroprom. Habe ich alles? Ja. Boah. Ich habe auch. Munition, Alter. Du kannst ja auf das Stash halt nebenbei laufen noch, ne? Das mag ich aber nicht. Ich mag's. Kann ich halt immer sozusagen schnell meine Patronen, also ein paar Patronen mitnehmen. Und halt alles, was ich dann noch brauche. Ja, bei meinem Ding lauf ich irgendwo rein, wo ich dann wieder stacken oder was. Wand oder so. Nee. Das muss nicht unbedingt sein. Man, genau, da wo wir auch hinlaufen, da könnt ihr auch Aluminium finden. Mhm. Was irgendwie voll der Krampf ist. Meiner Meinung nach. Ja, jetzt auch irgendwie. Ich glaube, also das wird halt. Anfang. Ja, also wenn man mit der Maus über das Aluminium sieht, man ja die Locations. Da kann man auch sagen, halt, dass der Akroprom ist halt für die Bandits und Dark Valley ist halt für die Stalkers. Wobei im Akroprom auch Stalkers sind. Ja, da kann man, also nicht 100% safe, also meistens sind da echt 80-90% Bandits. Ja. Aber trotzdem kann man auch mal ein paar pfiffige Stalker finden, die sozusagen. Kleines Funfact, bevor wir da reingehen, ne? Diese Lichtung, die du da siehst, ja. Da kommen wir halt wirklich raus, ne? Was ich halt wirklich geil finde. So. Ich glaube, das ist ja auch das erste Mal, dass wir jetzt in einem Video hier hingehen, oder? Richtig. Genau. Ja, willkommen in der Akroprom, meine Freunde. Genau. Kleine Tour. Ja, ist nichts Wildes. Außer die Spins hier. Und ich meine nicht die 50er Spins. Aus Virtual Life Online? Ja. Die fehlen hier, muss ich ehrlich sagen. Nein, und das ist gut, dass sie hier nicht da sind. Sonst würdest du ja wieder nur ein. Stell dir vor, du bist einfach in dieser Hauptcity. Ja. Solar City heißt sie, glaube ich. Ja. Und du kaufst gerade was ein und du hörst einfach nur im Automaten. Also dieses Geräusch einfach nur. Nice. Genau, was auch gut zu sagen ist, hier kann man echt gut Reputation eigentlich fahren. Ja. Und halt auch Wurzeln. Also wenn ihr wirklich auf der Suche nach Wurzeln seid, dann geht hier hin. Weil ich finde, da drüben ist es halt anstrengender, weil hier hast du größtenteils, wie gesagt, mehr Bandits. Rechts rein. Oh Gott. Das sind unsere. Das sah aus wie Duty, deswegen. So. Also. Trashcan? Cool. Ich hab, glaube ich, gefunden. Hier. Search the Stash. Jawohl. Und leave it. Aber ich hatte einen guten Dings, ne? Weil ich dachte, okay, ist einfach in der scheiß Trashcan. Also hier in diesem Eimer drin, weißt du, wie ich meine? Aber es Eimer ist sogar Asche. Guck mal, da sind zwei Leute gestorben. Siehst du das auf der Karte? Ja. Dass man auch dazu sagen kann, wenn die rot angezeigt werden, heißt das, dass die von einem Spieler getötet. Ja. Genau. Also die wurden von einem generischen Spieler getötet. So. Achso, warte mal. Wir müssen. Ja. Okay. Ja, zurück zur Base. Bei mir, in der Minimap da ein anderer violetter Scheiß da angezeigt wurde, deswegen. Mhm. Wenn euch, da gibt's auch bei den Einstellungen halt diese Settings, damit man diese ganzen Dinge mal ausschalten kann. Ja, ey, wirklich. Also irgendwann, hat man überall lilane Punkte oder diese Dogdance und so alles. Und dann erzählt hier erstmal hier, weiß ich nicht, StarCraft, das die halbe Bibel, was du da machen kannst. Ne, ja, das ist unter Game Settings, damit auch die anderen Leute Bescheid wissen. Richtig. Die rechte Seite und dann, glaube ich, ja, das vierte oder fünfte. Genau. Game hier. Falls jemand Bock drauf hat. Was ich sagen wollte mit den Medkits, diese Orangen sind echt scheiße, Alter. Ja.
Weil die heilen echt langsam, weil die blauen sind um einiges besser. Das sind ja auch Army. Ja, ja. Und dann gibt es noch eine andere Stufe, die sind gelb. Yep. Und hier muss man auch sagen, man muss nicht unbedingt bei diesem Symbol da reingehen. Man kann auch einfach hier nach außen. Ach so, okay. Bam. Und wird auch teleportiert. Das ist echt krass. Also ich finde die Ladebildschirm echt krass, dass sie wirklich ja. Nur. Kannst du sozusagen 2 Sekunden. Nicht die muss mal. Man ja gefühlt nicht mal rausschneiden, so ein Ding ist das. Ich schneide die auch gar nicht raus. Ja, ja. Ich habe erst überlegt, aber. Mein Gott. Die 2 Sekunden kann man auch aushalten. Wir reden ja auch ein bisschen drüber, also. Richtig. Manchmal. Wenn es was zu reden gibt. Ja, wenn es was zum Reden gibt. Manchmal muss man auch genießen. Die Ruhe, bevor einer jemand eine AKM plus 3 ja. In den Rücken schießt. Genau. Fun Fact, ich habe jetzt insgesamt 3 Cheap Tools. Nice. Ja, Mann. Oh, nur noch 57. Hey, lol, warte mal. Reputationmäßig? Ich glaube ja. Ja, Reputation kann man ja nochmal nachgucken, wenn man M drückt und dann Doppelklick auf die Base, dann sieht man auch. Achso, next to level brauchst du einfach nur auf das Symbol klicken. 57. Ah ja, oder ich brauche 191. Let's go. Here's your vodka. Dog catcher. Right from underneath Lassie's body. Yeah. So, how's the negotiation? Ach du Heiliger. Going. And what about payment for my efforts? Meaning what? I fetch some snacks to go with the vodka? You don't look much like a brick wall. How does that work? Well, that doesn't sound so hard. 1000 Rubel, Junge. Failung. Whatever you say. Whatever you say. Digga, auf einmal bin ich hier oben. Hallo. Also, was gibt's hier noch? Da draußen ist noch was? Das ist die Weiter, wie es weitergeht, Playalong. Genau. Da, oi. Who boy? Hey there. yeah, right from the path of a bullet. Warte mal. Go on, Paul. Tell him how I saved your skin. You don't regatire me as your secret. Security. I saved you from the path of a bullet? No, that's a lie. So long. Quest failed. Mich verarschen. You're the one who wanted to show off at my expense. You can go to hell. Okay, cool. Ja, ich habe die Mission anscheinend verkackt. Ich habe den oberen, deswegen kann ich hier gerade noch ein bisschen weiterklicken. Okay. Dinge from all sides, aber gripping your pants in fear. Okay, also er labert Scheiß über uns. Okay, also er guckt. 20 Raps. Und? Ich lüge mal weiter. Lüg mal weiter. My hero guarding angel, Junge. Pff. Junge, der. Aha, jetzt bist du verschwunden. Neue Quest, Sailor's Plan. Ja? Da will ja hier mit einem reden, ey. Ja. Mein Gott. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, war's das von hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Quest. Bis dahin. Tschüss.